Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich habe heute Dr. Andreas Tietke aus Nürnberg zu Gast. Andreas Tietke ist gerade dabei, oder Andreas Tietke, erstmal, er ist Rechtsanwalt und Unternehmer und er ist riesengroßer Ludwig von Mises-Fan und ist gerade dabei, ein Buch über die Praxeologie zu schreiben. Erstmal, hallo Andreas. Hallo Jens, Grüße nach Hamburg. Andreas, was fasziniert dich so an Ludwig von Mises und wie bist du auf Ludwig von Mises gekommen? Ja, das war die Finanzkrise 2008, als die zuschlug und die Volkswirte mehr oder weniger ratlos dastanden und die Krise nicht kommen sehen haben, bin ich aufmerksam geworden auf die Österreichische Schule für Nationalökonomie und dann natürlich auch auf Ludwig von Mises. Und da stellte ich mir 2008 das erste Mal die Frage, was ist eigentlich überhaupt unser heutiges Geld? Wie ist das in die Welt gekommen? Und was unterscheidet das von Geldarten, die es früher gab? Und so bin ich dann auf Ludwig von Mises gekommen und habe dann gemerkt, dass er nicht nur das erklären kann, sondern auch noch vieles mehr. Okay. Was ist denn jetzt diese Praxeologie? Vielleicht kannst du das mal erklären, was genau Praxeologie ist und was dich daran so fasziniert. Ja, die Praxeologie ist eine eigene wissenschaftliche Methode. Ja, also man kann Ökonomik nicht verstehen, indem man die Methode der Naturwissenschaft anwendet, weil die Methode der Naturwissenschaft ist Kausalität. Ja, zwischen Ursache und Wirkung wird eine kausale Beziehung beschrieben. Im menschlichen Handeln, in der Praxeologie, es kommt also von Praxis, das Handeln, und Logos, die Lehre. Da gibt es noch eine andere Kategorie und das ist die Teleologie. Das ist das Umzu, das ist das Werten und Wollen. Und man kann menschliches Handeln eben nicht begreifen, wenn man nur die Kategorie der Kausalität zum Verständnis zur Verfügung hat. Man kann es nicht verstehen, wenn man nicht auch ans Umzu denkt, an die Zwecke, die die Menschen verfolgen. Ja, wenn du jemanden zum Bahnhof rennen siehst, dann denkst du, der rennt dahin, um den Zug zu erwischen. Und wenn jemand tauscht, wenn Dinge ausgetauscht werden, dann verfolgen die Menschen Ziele damit. Sie bewerten das, was sie bekommen, höher als das, was sie hergeben. Okay, bevor wir jetzt gleich auf die Praxeologie nochmal genauer drauf eingehen, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen, du hast es ja in anderen Vorträgen so schön ausgeführt, den Unterschied zwischen den wissenschaftlichen Standards und das, was wir in den Geisteswissenschaften dann haben oder beziehungsweise wie es dann in der Praxeologie gemacht wird. Genau, also in den Geisteswissenschaften jetzt, in der Geschichtswissenschaft, in den Politikwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie, sofern sie nicht Naturwissenschaft ist, sondern wie Mises es nennt, Thymologie, also durch Introspektion, Gemütswissenschaft sozusagen, da wird die Methode des spezifischen Verstehens verwandt. Das heißt, man hat die Fakten A, B, C, D, die man kennt und dann interpretiert man diese Fakten und gibt ein Relevanzurteil ab. Beispielsweise beim Interpretieren eines historischen Textes. Hier sind die anderen Wissenschaften, also die Naturwissenschaft, die Praxeologie, die Logik und die Mathematik hilfreich. Ja, man kann mit dem spezifischen Verstehen nicht zu Ergebnissen gelangen, die diesen, sagen wir mal, harten Wissenschaften widersprechen. Ja, sonst sind diese Ergebnisse als falsch erwiesen. Aber beim spezifischen Verstehen ist es eben so, dass zwei Menschen mit dem gleichen Datensatz bei der Interpretation eines historischen Ereignisses zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Weil was getan wird, es werden Relevanzurteile abgegeben. Und die sind in letzter Hinsicht individuell. Also wenn ich sage, die Faktoren A, B und C haben zu dem historischen Ereignis D geführt, dann muss ich sagen, wie relevant war A oder B oder C? Und in dieser Einschätzung gibt es kein eindeutiges richtig und falsch, wie wir richtig und falsch aus Mathematik oder aus Praxeologie kennen. Okay, so und jetzt, um nochmal auf die Praxis oder jetzt, um genauer auf die Praxeologie einzugehen, was sagt denn genau diese Praxeologie? Erstmal, wie hat Ludwig von Mises die hergeleitet? Und vielleicht kannst du auch nochmal ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte der Praxeologie. Ich meine, Ludwig von Mises hat ja vorher auch erstmal den Sozialismus als undurchführbar erklärt, dann den Interventionismus und so kam er nachher zu der Praxeologie. Vielleicht kannst du das nochmal, bevor wir auf die Praxeologie genauer eingehen, das nochmal ausführen. Ja, also wichtig war, dass Ludwig Mises Lehrer und Vorgänger der österreichischen Schule, Karl Menger, er hat mit anderen auch die subjektive Wertlehre entdeckt und auch dann auch verkündet und gelehrt. Und die subjektive Wertlehre, die sagt eben, dass Wert nicht in Dingen ist, ja, nicht in einem Diamanten, nicht in einem Bitcoin oder nicht in einem Geldschein, sondern Wert ist in dem Bewertenden, also das Subjekt.
Wert, ein Mittel erhält dadurch seinen Wert, dass Menschen es verwenden, um ein Ziel zu erreichen. Und von diesen Zielen, die die Menschen verfolgen, von denen erhält jedes Mittel erst den Wert. Also es ist letztlich das Ziel, das der Mensch verfolgt, das den Wert der Mittel bestimmt. Und das war damals schon eine herausragende Erkenntnis. Man grübelte, warum Diamanten wertvoller sind als Wasser. Man also hat auch gar nicht hier Grenzgüter miteinander vergleicht, sondern Stoffe an sich etc. Und Karl Menger hat hier die Wissenschaft ein weites Stück vorangebracht. Okay, und da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken, was mir gerade einfällt. Ich habe beim G20-Prozess letztes Jahr einen jungen Anarchisten kennengelernt. Das ja. war junge 18 Jahre alt, aber schon sehr, sehr, sehr belesen, muss man schon sagen. Und den habe ich auch von der österreichischen Schule erzählt und natürlich bei Marx. Wer Marx gelesen hat, der kennt auch diesen Gebrauchswert und Tauschwert. Und Marx hat sein Kapital nicht fertig geschrieben. Und ihm habe ich gesagt, ja, beschäftige dich doch mal mit der österreichischen Schule, dann wirst du die Arbeitswertlehre und alles aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Und er hat mir dann letztens noch bei Facebook geschrieben, meinte, hey, ich habe Karl Menger gelesen und er hat mich mit seiner Mises-Kritik überzeugt. So, die Österreicher haben wirklich Ahnung von Ökonomie. Und er wollte auch jetzt, hat er auch geschrieben, er wollte eine Marx-Kritik schreiben, wo er auf jeden Fall auf die Österreicher drauf eingeht. Ja, wie ging es dann weiter? Jetzt hast du über die Vorgänger von Ludwig von Mises gesprochen. Wie kam Ludwig von Mises dann zu seiner Praxeologie? Ja, Ludwig von Mises hat dann mit Human Action sein Hauptwerk, würde ich sagen, neben Theory and History, die Volkswirtschaftslehre komplett anhand der Praxeologie aufgebaut. Er fängt also an, indem er erstmal von der Methodik klar sagt, was wir hier machen, ist nicht Empirie, was wir hier machen, ist nicht Naturwissenschaft, sondern wir verwenden die Methode der Praxeologie und alle ökonomischen Erkenntnisse, die er dann in Human Action ausbreitet, er geht auf Konjunkturtheorie ein, auf Geldtheorie, auf Tauschtheorie, abnehmende Grenznutzen etc. Und er erklärt das alles aufbauend auf dem Axiom, dass der Mensch handelt, also Mittel einsetzt, um Ziele zu erreichen. Okay, wollen wir vielleicht nochmal die Axiome nochmal ein bisschen genauer ausführen? Ja. Er hat ja in der Praxeologie, da gibt es ja mehrere Axiome, woraus dann das menschliche Handeln abgeleitet wird. Ja, an sich gibt es nur ein Axiom, von dem aus dann deduziert wird und dann werden noch Annahmen getroffen, die der Realität entnommen sind. Mises hat gesagt, Praxeologie könnte man auch darüber machen, wie das Leben auf dem Mars wäre, aber das ist für die Wissenschaft an sich nicht interessant. Wir beschäftigen uns mit der heutigen Welt und den heutigen Menschen und bei denen ist es nun mal so, dass die meisten Menschen eine reichlichere Versorgung mit Gütern gegenüber dem asketischen Zustand vorziehen und das hat er dann auch immer als Grundannahme getroffen. Das trifft für den Asketen nicht zu und für den Suizidgeneigten auch nicht, aber für die ganz große Mehrheit der Menschen. Ansonsten ist das eine Axiom eben, dass der Mensch handelt. Also das ist das Grundaxiom. Er wählt Mittel, um Ziele zu erreichen. Er kann sich also verschiedene Zustände in der Zukunft vorstellen, in Zustand A, B, C. Ja, und davon ist ihm der eine, erscheint ihm wünschenswerter als der andere. Und den wählt er dann. Das ist der Wahlakt. Er verfolgt ein Ziel. Und er denkt auch, dass er das bewirken kann durch eine Handlung, diesen Zustand, den präferierten Zustand A herbeizuführen gegenüber B und C. Und dazu wählt er dann seine Mittel. Und alles andere, was die Praxeologie aussagt, ist von diesem Axiom sozusagen abgeleitet, deduziert. Und das Interessante ist, im Gegensatz in der Mathematik oder Logik können Axiome ja beliebig gewählt werden. In der Handlungswissenschaft ist es so, dass das eine, Ludwig von Mises hat gesagt, ist eine selbstevidente Tatsache, dass der Mensch handelt. Um das zu bestreiten, müsste man auch handeln, ja, man müsste argumentieren und müsste sagen, der Mensch handelt nicht. Und das wäre ein performativer Widerspruch, weil das ja eine Handlung ist, zu sagen, der Mensch handelt nicht. Okay. Du hast gerade schon angedeutet, daraus wird viel abgeleitet. Wollen wir da jetzt nochmal drauf eingehen? Was hat er denn aus diesem Axiom, der Mensch handelt, genau abgeleitet? Genau. Also die Kernelemente der Praxeologie sind zum Beispiel Zeitpräferenz. Also dass es den Menschen, die leben wollen, nicht egal sein kann, ob sie einen Apfel heute haben oder einen Apfel in 10 Tagen oder einen Apfel in 100 Jahren. Daraus leitet er dann den Urzins ab. Er sagt, der Urzins ist also der Unterschied, was wir an gegenwärtigen Gütern, wie wir die höher schätzen, gegenüber zukünftigen Gütern.
Und der kann nicht null sein. Das würde bedeuten, dass es einem völlig gleichgültig wäre, ob man etwas in 100 Jahren oder jetzt hat. Und diese Einstellung können nur tote Menschen haben, aber nicht lebendige. Man kann ihn natürlich am Geldmarkt manipulieren, dass er null ist, aber der Urzins, der wirkliche Urzins, wie er im menschlichen Handeln sich ergeben muss, dass man eben künftige Güter niedriger bewertet als heutige Güter, der kann auch nicht durch die Politik herabgesetzt werden. Das ist beispielsweise eine zentrale Aussage. Eine weitere zentrale Aussage ist, dass Handeln mit Unsicherheit verbunden ist, weil die Zukunft unbekannt ist. Eine weitere zentrale Aussage ist, dass die Kategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft praxeologische Kategorien sind. Den Menschen steht die Praxeologie als implizites Wissen zur Verfügung. Ja, sie wissen, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, aber nicht als explizites Wissen. Das sind nämlich keine physikalischen Kategorien in dem Sinne. Die physikalische Zeit, das ist immer ein Datum der Vergangenheit und die ist immer in dem Moment, in dem wir sie messen, ist es schon wieder vorbei. Aber das sind nicht die Kategorien, in denen wir denken, wenn wir über Handeln nachdenken. Ja, da denken wir, die Vergangenheit, das sind die Optionen, die ich nicht mehr habe. Die Gegenwart, das sind die Optionen, die ich heute habe. Und die Zukunft, das ist, wie ich künftig handeln werde können. Ein anderes zentrales Axiom ist der abnehmende Grenznutzen. Dass mit jedem zusätzlichen Gut, das ich habe, kann ich nur weniger drängende Bedürfnisse erfüllen. Deswegen ist sozusagen das, was ich hergebe aus einem Vorrat, immer das Gut, das den geringsten Grenznutzen für mich hat gegenüber den anderen Gütern. Was nichts anderes ist als der Satz, eine Umformulierung des Satzes, dass der Mensch seine dringendsten Bedürfnisse immer zuerst befriedigt. Okay. Und wie weit kann man dann die Praxeologie zum Beispiel auf den heutigen Interventionismus anwenden? Das, was wir heute sehen, die Politik reagiert ja immer mit Verboten, Regulierungen. Vielleicht können wir da die Praxeologie mal so ein bisschen aus der praktischen Sicht dann beleuchten. Ja, Mises hat in einer Zeit gelebt, in der auch wirtschaftliche Krisen waren, sich häuften und die Politik hat reagiert, meist mit denselben Methoden wie heute, also ganz klassisch Subventionen, Höchstmieten, Mindestlohn. Und Ludwig von Mises konnte beweisen, dass diese Interventionen selbst aus der Sicht derjenigen, die diese Interventionen benutzen, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen können. Beispielsweise der Mindestlohn, ja, wenn der über dem Marktlohn liegt, also über dem Preis, der sich ergeben würde, wenn der Mindestlohn nicht festgesetzt würde, dann kommt es zur Arbeitslosigkeit. Weil die Konsumenten zu dem höheren Preis dann eben drängendere Bedürfnisse befriedigen und nicht mehr das kaufen, was sie davor gekauft haben, als es der Mindestlohn noch nicht gab. Also es führt denknotwendig zur Arbeitslosigkeit. Ja, willst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf den Mindestlohn darauf eingehen, inwieweit sich dieser als kontraproduktiv aus praxeologischer Sicht darstellt? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen weiter erläutern, bitte? Genau. Also im Prinzip gibt es Höchst- und Mindestpreise. Der Mindestlohn ist ein Mindestpreis. Ein Mindestpreis ist dadurch definiert, dass er über dem Marktpreis liegt. Das heißt, der Marktpreis ist derjenige Preis, zu dem die Menschen ein Gut kaufen, wenn sie eben frei wählen können. Und wenn jetzt der Mindestpreis über dem Marktpreis liegt, sinkt denknotwendig unter sonst gleichen Bedingungen, das ist die Praxeologie, argumentiert immer ceteris paribus, die Nachfrage nach dem Gut. Beispiel ist, wenn jetzt der Mindestlohn erhöht wird, sagen wir mal von 10 auf 20 Euro, ja, dann wird es natürlich auch teurer, zum Friseur zu gehen. Und da die Menschen ihre drängendsten Bedürfnisse zuerst befriedigen, werden dann die Menschen dazu übergehen zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt nicht mehr zweimal im Monat zum Friseur, sondern nur noch einmal im Monat, weil ich das Geld dann für was anderes verwende. Praxeologisch deswegen, weil die Menschen ihre Ziele eben anpassen. Ja, sie reagieren mit sogenannten korrigierenden Reaktionen. Wenn der Staat jetzt denkt, das ist wie eine Maschine, ja, das Einzige, was es gibt, ist Kausalität. Also wenn dann und ich ändere jetzt einen Hebel, ja, ich stelle jetzt am Lohn etwas rum und dann sozusagen haben die Arbeitnehmer mehr Lohn, wäre ja schön, wenn das ginge. Und ansonsten bleibt alles gleich. Es ist eben nicht so, weil Menschen ihre Ziele anpassen. Ja, sie ändern ihre Ziele, sie befriedigen immer ihre drängendsten Bedürfnisse. Zuerst, wenn etwas teurer wird, kaufen sie unter sonst gleichen Umständen weniger davon. Okay.
Wenn wir jetzt gerade über Mindestlohn sprechen, da schießt mir gleich auch was im Kopf, wo, was auch Ludwig von Mises angesprochen hat. Natürlich rein logisch lässt sich das alles schön ableiten, aber natürlich, Mises hat auch gesagt, der Sozialismus, der wird immer eine vorrangige Stellung bei den Menschen haben, weil es schafft, zu den Emotionen zu sprechen. Und man sieht es auch überall, die Flüchtlingskrise oder ob es jetzt Trump ist oder der Klimawandel, natürlich werden alle Diskussionen emotional geführt. Und auch jetzt, wo wir den Mindestlohn ansprechen, da würde natürlich jetzt ein Linker sein, aber das kann doch nicht sein, dass man von seinem Lohn nicht leben kann. Es muss doch ein menschenwürdiger Lohn gezahlt werden. Was würdest du darauf antworten? Ja, das ist eben ein emotionales Argument und da wird ihm auch jeder zustimmen, dass man sagt, es ist doch schöner, wenn Menschen mehr verdienen im Vergleich dazu, dass sie weniger verdienen. Also da würde ich auch ihm wirklich beipflichten, ja, dass ich das doch auch einen schöneren Umstand fände, dass es halt mit den Mitteln der staatlichen Intervention, also mit Kommando und Gehorsam, ist das nicht umzusetzen. Es geht denknotwendig nicht. Der emotionale Sozialismus ist das, was übrig geblieben ist, nachdem der wissenschaftliche Sozialismus tot war. Der ist durch Ludwig von Mises Schrift Die Gemeinwirtschaft ist es erledigt worden. Er hat bewiesen, dass der Sozialismus nicht durchführbar ist, wie im Hinblick auf die Versorgung mit Gütern der Menschen, dass die Güter auch dann den Präferenzen der Menschen entsprechen. Natürlich kann Sozialismus durchgeführt werden mit Arbeitslagern und Kommando und Gehorsam und einer Geheimpolizei, die dann in die Schwarzmärkte reinbricht, aber das passiert zu sehr hohen Kosten. Er kann nicht so durchgeführt werden, dass die Menschen dann mit den Gütern versorgt werden, die sie wirklich möchten, weil dazu fehlt im Sozialismus schlicht die Information. Es fehlen die Preise als Informationsquelle dafür. Was ja auch Ludwig von Mises, wie du schon gesagt hast, in der Gemeinwirtschaft angesprochen hat, dass im Sozialismus die Preise fehlen, dadurch keine Wirtschaftlichkeitsrechnung stattfinden kann und es dadurch zum wirtschaftlichen Abschwung kommt. Ja, aber ich meine, man kann jetzt natürlich ganz viel mit Logik und praxologisch argumentieren, aber wir sehen halt einfach, die Menschen sind für logische Argumente nicht wirklich offen. Wie siehst du da so die Zukunft? Meinst du, die Vernunft wird irgendwann nochmal siegen oder die Sozialisten und der Interventionismus wird vorherrschend bleiben? Ja, die Praxeologie als Wissenschaft kann den Menschen nur sagen, dass wenn sie anstreben, einen höheren Wohlstand in der Zukunft zu haben, dann müssen sie sich auf katalaktisches Handeln besinnen. Das erkläre ich vielleicht kurz mal. Katalaktisch kommt von griechisch katalage und das heißt austauschen. Das heißt einen Feind zum Freund machen auch, durch den Tausch. Und katalaktisches Handeln bedeutet immer, ich mache dir ein Angebot, das du schadensfrei ablehnen kannst. Ich biete dir an eine Semmel für 40 Cent. Und du kannst dann sagen, mag ich oder mag ich nicht. Mit kratischem Handeln lässt sich das nicht vergleichsweise durchführen. Kratisch kommt von Krateien, herrschen, beherrschen. Das kennst du aus Begriffen wie Demokratie, Aristokratie. Und das ist praktisch ein Schadensversprechen, eine Drohung. Ich verspreche dir schweren Schaden zuzufügen, wenn du nicht das tust, was ich will. So. Und du kannst natürlich deine Präferenzen viel weniger verfolgen und bist viel weniger motiviert, wenn ich dir gegenüber kratisch handle, also dich bedrohe und dich zwinge, Dinge zu tun, weil, anstatt wenn ich dir ein Angebot mache, bei dessen Annahme immer, und zwar denknotwendig, eine Win-Win-Situation vorliegt. Ja? Du nimmst ja das nur an, mein Angebot, die Semmel zu kaufen für 40 Cent, wenn dir die Semmel mehr wert ist als die 40 Cent, sonst würdest du es nicht tun. Und das kann die Praxeologie beweisen, dass das zu einem höheren Wohlstand führt und die Ökonomik als spezielles Teilgebiet der Praxeologie. Was die Menschen dann wollen und was sie glauben wollen, das ist was anderes. Das ist auch hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Mises sagt, die Thymologie, also die sich mit den Zielen des Menschen beschäftigt. Die letzten Ziele des Menschen sind ein Ultimate Given, also eine letzte Gegebenheit für die Praxeologie. Da kann die Thymologie drüber aufklären, warum die Menschen wollen, was sie wollen. Die Praxeologie, für die ist es eine Gegebenheit. Und wenn jetzt jemand sagt, ich mag aber lieber einen kratischen Akteur, also es wäre zum Beispiel der Staat, der handelt ja so, wenn er den Rundfunkbeitrag, wenn er sagt, zahle den Rundfunkbeitrag oder ich werde dir Schaden zufügen. Ja. Die übliche Kette ist Zwangsgeld, Zwangshaft, unmittelbarer Zwang. Unmittelbarer Zwang ist ein juristischer Euphemismus für Gewalt. Und dann zahlt ja der Mensch jetzt nicht wegen des Fernsehprogramms, sondern du zahlst den Rundfunkbeitrag deswegen, weil du willst, dass der Schaden ausbleibt, also dass dir der Schaden nicht zugefügt wird.
Über die Qualität des Fernsehprogramms sagt diese Zahlung überhaupt nichts aus, ja, weil sie ja kratisch veranlasst wurde und nicht katalaktisch. Wenn man sich das in der Praxis ansieht, kann man sehen, dass Netflix und Amazon Prime ganz anders operieren müssen, weil jeder ja Nein sagen kann zu diesen Angeboten. Und manche böse Zungen behaupten auch ganz andere qualitative Angebote haben als zwangsfinanziertes Fernsehen und zwangsfinanziertes Kino. Muss man hier ja auch immer im Hinterkopf behalten, wenn du so einen deutschen Film anguckst im Kino, dann läuft ja am Ende, wer das alles bezahlt hat, also welcher bayerische Filmfonds und der ORF hat noch dazu gezahlt und ZDF und sonst weh. Filmförderung alle, ja. Genau, das heißt, denknotwendig kann mit kratischem Handeln können nur sogenannte Ungüter zweiter Ordnung produziert werden. Also Güter, die, bei denen kein Mensch wissen kann, ob die jetzt dem Wollen, und also dem Werten und Wollen der Konsumenten entsprechen oder nicht, weil die Konsumenten zahlen ja gar nicht für die Güter, sondern die Konsumenten bezahlen, dass der Schaden ausbleibt. Ja, die bezahlen dafür, dass sie nicht bestraft, nicht eingesperrt werden. Und so bleibt es ein Raten. Also aus der Sicht der Konsumenten ist es eine Verschwendung, weil die Mittel gerne anders verwendet hätten. Professor Guido Hülsmann spricht hier vom kontrafaktischen Denken, oder Frédéric Bastiat, der große Libertäre des 19. Jahrhunderts, hat gesagt, the seen and the unseen. Ja, wir sehen nicht, was mit diesen Mitteln passiert wäre, mit den Milliarden, die jetzt vielleicht wieder für Brücken oder sonst was, neue Straßen ausgegeben wurden, wie die Menschen verwendet hätten und die Unternehmen diese Mittel verwendet hätten, wenn sie zu ihrer Verfügung stand. Das sehen wir nicht. Ja. Da müssen wir kontrafaktisches Denken anwenden, um das uns vorstellen zu können. Wir sehen aber die neue Schule, die gebaut wurde, und der Bürgermeister, der davor steht und das Bändchen durchschneidet mit der Schere, und der stellt sich dann hin und sagt, schau mal hin, ja, meine Schule, habe ich gemacht für dich, kostenlos. Ja, und da kann man mit wissenschaftlichen Argumenten dann nicht mehr viel machen. Ne? Wie ist es für dich? Ich meine, Ludwig von Mises hat ja auch geschrieben, sinngemäß, ich wollte irgendwie zum nicht Revoluzzer, aber er wollte halt einfach den Liberalismus verbreiten, hat dann aber geschrieben, ich bin zum Geschichtsschreiber des Untergangs geworden. Ja. Wie ist das für dich? Man beschäftigt sich mit Praxeologie, man beschäftigt sich mit allen philosophischen Strömungen, man schaut, was ist richtig falsch, man versucht es deduktiv, logisch herzuleiten, man sieht halt einfach, trotzdem sind die Menschen halt immer, fallen auf das Politikergeschwätz rein. Bist du da dennoch optimistisch für die Zukunft? Oder sagst du auch wie Mises, ich bin zum Geschichtsschreiber des Untergangs geworden? Ja. Richard Wagner hat es so schön gesagt, als er den Ring des Nibelungen aufgeführt hat. Das ist ja diese vier Opern. Richard Wagner hat es nicht Opern genannt, sondern Musiktheater. Also der Ring des Nibelungen, da geht es ja darum, dass sozusagen ganz kurz zusammengefasst, die Politiker, das sind die Götter im Ring, der Wotan, ja, der Obergott, der sich eine Burg baut mit Geld, das er nicht hat, lässt er sich diese Burg Walhall, die ewige Burg, erbauen und macht Schulden bei den Riesen, Fasold und Fafner. Dann kommt es auch zum Konflikt. Derweil raubt der Zwerg Alberich, der erste Geldmonopolist von den Rheintöchtern, das Rheingold, und er wird sozusagen zum ersten Geldmonopolisten, und dann in einem endlosen Streben nach Macht und Geld vernichten Götter und Zwerge, ganz treffend dargestellt eigentlich als unsterbliche Wesen, ja, wie die Korporation, die neu aufkam ja dann im 17., 18. Jahrhundert, auch unsterblich als Korporation war, also eine Regierung an sich oder ein Staat oder eine Ostindien-Kompanie. Ja, und in ihrem gierigen Streben nach Macht und nach einem Machtmonopol und einem Geldmonopol vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung des Ring des Nibelungen in 2 Minuten. Und Richard Wagner hat ja dann nach Bayreuth eingeladen, und da kam die Creme des Deutschen Reichs, auch der Kaiser. Ja, ich glaube, es kam sogar der Kaiser von Brasilien aus Rio. Und Richard Wagner wollte denen einen Spiegel vorhalten. Ja, und die haben sich den Ring des Nibelungen angeguckt, dauert insgesamt 16 Stunden, ja, an 4 verschiedenen Tagen, und haben geklatscht. Und daraufhin hat Wagner reagiert, wie Mises dann auch reagiert. Er hat gesagt, meine Kunst hat keinen Boden in dieser Zeit. Und hat den Ring auch nie mehr, zu seinen Lebzeiten wurde der kein zweites Mal aufgeführt. Ja. Das ist also eines der größten Kunstwerke des Abendlandes überhaupt, wurde bei seiner Premiere komplett missverstanden. Ja, ich glaube auch,
Der Boden muss erstmal fruchtbar werden, bis auch unsere Gedanken, bis andere Gedanken da erstmal auch greifen und sich mehr verbreiten. Insofern, wann leistet denn dein Buch da einen Beitrag zu? Wann können wir damit rechnen mit deinem Buch? Ja, in meinem Buch versuche ich eben, also es wird heißen Menschliches Zusammenleben, eine handlungstheoretische Untersuchung gesellschaftlicher Organisation, versuche ich was Mises zu Lebzeiten dann nicht mehr gemacht hat. Er hat die Praxeologie als umfassende Sozialwissenschaft verstanden und die Ökonomik eben als Teilbereich der Praxeologie und hat gesagt, es wäre natürlich, man kann nicht von vornherein ausschließen, dass wir irgendwann auch mal eine Praxeologie kriegen, die uns was sagt zu gesellschaftlicher Organisation, ja, dass wir da nicht nur die Sozialwissenschaften als Wissenschaften des spezifischen Verstehens zur Verfügung haben, sondern richtig eine harte Wissenschaft wie die Praxeologie, die von der selbstevidenten Tatsache her wegdeduziert mit ganz strengen logischen Schlüssen. Hat er gesagt, ja, haben wir leider nicht, wäre toll, sowas zu haben, aber kein Mensch weiß, wie eine solche Lehre, wie eine solche Handlungstheorie gebaut sein sollte. Ich habe mich da jetzt mal rangemacht und habe versucht, eben auch mit denen, was dann Schüler von Ludwig von Mises, die also zum Teil auch wie Rahim Taghisa Degan, er hat jetzt nicht mehr erlebt, Ludwig von Mises, aber doch seine Lehren ganz, ganz tief studiert und von ihm habe ich dann auch die Kategorie dieses kratischen Handelns übernommen und habe dann mir überlegt, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für den Menschen zu handeln. Kann ich sagen, es gibt definitiv nur verschiedene Kategorien. Und da bin ich der Meinung, das ist so und bin auf verschiedene Kategorien des menschlichen Handelns gestoßen und habe dann eben geschlussfolgert, was passiert, wenn Menschen so, so oder so handeln. Ich habe da beim Hayek Club Münster auch einen Vortrag schon drüber gehalten. Also die Zuschauer von dir, die das interessiert, können sich den Vortrag angucken. Er dauert auch nur knapp 2 Stunden. Verlinke ich natürlich unten, ja. Habe ich auch gesehen, war sehr schön. Das war auch der Anlass, dass ich gesagt habe, Andreas, wir müssen mal ein Interview machen. Ja. Genau, und das werde ich mit dem Buch eben versuchen, also auf die Gesellschaft auszuweiten, auf die Familie, auf das persönliche Leben. Was bedeutet Praxeologie für mich? Wie kann ich mit mir handeln? Ich kann auch mit mir allein prosozial oder antisozial umgehen. Ich kann mit meiner Familie prosozial oder antisozial umgehen. Und auch wie der Staat umgeht mit den Menschen, das lässt sich praxeologisch beschreiben und auch die Effekte, die dann davon zu erwarten sind, die denknotwendig daraus folgen. Okay, also insofern ist die Praxeologie hier informativ und hilfreich für die Gestaltung des eigenen Lebens. Okay, wann können wir mit deinem Buch rechnen, Andreas? Ja, ich hoffe, also ich bin fleißig dabei, ich hatte es an sich schon fertig und dann, wie das so ist, nochmal einer kompletten Revision unterzogen. Ja. Ich denke, dass ich in ein paar Monaten so weit bin, dass es ans Lektorat geht und hoffe dann, dass es im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen wird. Okay, wenn es soweit ist, werde ich das natürlich auch bei Große Freiheit TV veröffentlichen. Ja, vielen Dank für das Interview, ja, Andreas. Ich bedanke. Danke, Jens. Hat mich sehr gefreut, war sehr spannend. Und an die Zuschauer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Thanks for having me.